Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es bei uns um eine spezielle Form der Persönlichkeitsstörung. Es geht um das Borderline-Syndrom, unter dem in Deutschland ungefähr 4 bis vielleicht auch 5 Millionen Menschen leiden. Die Borderline-Störung hat viele Facetten. Typisch für sie ist, wie die Betroffenen mit Beziehungen umgehen. Das ist dann häufig ein Wechselbad der Gefühle. Und Partner und auch eben die Betroffenen und auch Liebespartner, Ehepartner fragen sich, können wir wirklich miteinander auskommen? Das ist das Thema, um das es heute geht. Bei mir ist ein großer Experte, sicherlich der große Experte in Deutschland für dieses Krankheitsbild. Es ist Dr. Birger Dulz. Er ist Chefarzt der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen an der Asklepios Klinik Nordoxenzoll. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Dulz. Gerne. Vielleicht sagen Sie uns noch mal zu Anfang, welche Symptome findet man bei der Borderline-Störung? Im Prinzip können bei Borderline-Störung sämtliche Symptome, die wir in der Psychiatrie kennen, auftreten. Aber sie müssen es nicht. Und wenn sie da sind, heißt das nicht, dass sie stabil bleiben. Also es ist typisch, dass es einen Wechsel auch zwischen den Symptomen gibt, ob das Phobien sind, Zwänge, depressive Phasen, antisoziales Verhalten, Suizidalität, Dissoziation, auch selbstverletztes Verhalten, das aber auch bei anderen Störungen auftreten kann und heutzutage auch bei jungen Mädchen, ohne dass eine psychische Störung vorliegen muss. Das Ritzen, das ist ja so ein bisschen schick. Ja, ja. Die lassen es dann auch wieder. Aber nochmal, Borderline-Störungen sind nicht unmittelbar und zwangsweise mit selbstverletztem Verhalten verbunden. Aber es ist die Störung, wo es besonders häufig vorkommt. Und ganz typisch für Borderline ist, wie die Betroffenen mit Beziehungen umgehen. Können Sie uns das beschreiben? Ja, so viel Zeit haben wir wahrscheinlich gar nicht, weil alles, was in Beziehungen vorkommen kann, auch bei Borderline-Störungen vorkommen kann. Man muss dazu sagen, dass Menschen mit Borderline-Störungen in der Regel oft eine schwierige, manchmal eine hochdramatische Kindheit und Jugend gehabt haben. Das heißt, sie sind es gewöhnt, dass die Emotionen entweder ganz oben sind oder ganz unten. Und das in der Mitte ist nicht wirklich fühlbar für diese Menschen. Das ist etwa wie, wenn man von der Autobahn runterfährt, ist 200 gefahren und jetzt 60 und man hat das Gefühl, man bleibt stehen. So ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Das bedeutet, dass Menschen mit Borderline-Störungen, um zu fühlen, Situationen unbewusst herstellen, mit Gefühlen entweder ganz oben oder ganz unten. Und das in der Mitte wird als eher nicht fühlbar bis bedrohlich erlebt. Aber nochmal, das ist jetzt nicht, dass sich einer mit einer Borderline-Störung vornimmt, es so zu machen, sondern das geschieht unbewusst. Oft merken diese Betroffenen sehr still hinterher, was sie in einer Beziehung gemacht haben, zum Beispiel jemanden massiv provoziert, sind selbst erschrocken, schämen sich, nehmen sich zurück und vielleicht wird deutlich, dass hier ein ständiges Hin und Her, ein ständiger Wechsel ist, was für Partner, Freunde, aber auch Therapeuten manchmal nicht so einfach ist auszuhalten und manchmal auch von außen schwer verständlich scheint. Ja, kann ich mir das so vorstellen, wie wechselnde elektrische oder magnetische Pole? Also, dass man einerseits ständig einen Liebesbeweis fordert, der ständig neu gegeben werden muss, aber wenn er dann kommt, dass man dann sagt, oh nein, lieber doch nicht, keine Bindung? Ja, ja. Das kann man sich ganz gut so vorstellen. Es gibt auch einen Buchtitel, den ich sehr schön finde, der mir leider nicht eingefallen ist, aber der beschreibt das sehr gut. Dieser Buchtitel lautet, ich hasse dich, verlass mich nicht. Nähe wurde immer in Verbindung gebracht früher mit Bedrohlichkeit bis hin zu Missbrauch und Misshandlung. Also ist Nähe problematisch. Auf der anderen Seite ist es für einen Borderliner schwer bis gar nicht aushaltbar, allein zu sein. Also versuchen sie, intensive Beziehungen herzustellen. Nun fühlen sie sich dann bedroht, versuchen wieder Distanz herzustellen. Dann haben sie wieder das Gefühl, verlassen zu werden, stellen wieder maximale Nähe her und so weiter und so fort. Muss ich etwas Bestimmtes tun, wenn ich ein Freund bin eines Borderline-Patienten, damit bei ihm die Stimmung umschlägt? Ja, aber das können auch Situationen, Gesten, Mimik sein und es ist keinem der beiden bewusst, dass das jetzt zum Umschlagen geführt hat. Das Unbewusste
speichert ja ganz viel ab und das Unbewusste, das Wort sagt es ja schon, es ist einfach nicht präsent. Und deswegen passieren manchmal scheinbar unerklärliche Dinge in Beziehungen. Wenn man in der Therapie genau nachfragt, genau hinschaut, dann wird auch den Patienten sehr schnell sehr vieles klar. Manche sind ja ausgesprochen gut informiert und merken selbst schon, nachdem etwas geschehen ist in einer Beziehung, oh, jetzt habe ich das und das wieder gemacht. Nur man kann ja Lebenszeit nicht zurückdrehen und geschehen ist eben geschehen. Was heißt das denn, also angenommen, ich bin jetzt die Freundin eines Borderline-Patienten, was heißt das denn für mich? Also wenn ich die Freundschaft behalten möchte mit der Person, welche Verhaltenstipps würden Sie mir geben, damit ich die Freundschaft aufrechterhalten kann? Also der erste Verhaltenstipp kommt meistens von den Betroffenen selbst, indem sie sich schildern, wie sie in Beziehungen sind, um den anderen sozusagen vorzuwarnen. Allerdings wissen wir, das nützt ja gar nichts letztlich. Man muss Folgendes wissen, dass viele Menschen mit einer Borderline-Störung nicht in der Lage sind, das Bild einer anderen Person stabil in sich abzuspeichern. Wir nennen das stabile Objektrepräsentanzen, die sie nicht haben. Ja. Um es nochmal zu erläutern, für den Normalo ist das fast nicht vorstellbar, aber ein Borderliner, der in instabilen Beziehungssituationen groß geworden ist, kann unter Umständen in eine Situation geraten, dass er sehr kurze Zeit, nachdem er eine Person in Kontakt hatte, überhaupt nicht mehr weiß, wie die aussieht, wie die riecht, wie sie spricht und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn eine Person, insbesondere eine wichtige Person, weg ist, um die Ecke, im Urlaub, bei der Arbeit, was auch immer, ist das bedrohlich, weil das emotional gleichkommt mit der kommt nie wieder, der hat mich verlassen und. Das wiederum führt dazu, intensiv daran zu arbeiten, Sie haben es ja eben gesagt, Symbiose, eine Symbiose herzustellen. Aber eine Symbiose ist immer schlecht. Symbiose heißt ja, wir haben hier zwei Beziehungspartner und keiner kann ohne den anderen leben. Und eine solche Beziehung wird selten von Bestand sein. Aber das ist das Typische für Borderline-Patienten, dass sie in ihrer Not versuchen, den anderen zu binden. Unter anderem auch Bindung durch Besorgnis, also durch Androhung von Suiziden, selbstverletzendem Verhalten und. Das funktioniert dann auch eine Weile, aber irgendwann kommt die Situation, wo der Partner oder der Freund, die Freundin, sich natürlich fragen muss, wie kann ich eigentlich in dieser Beziehungssituation selbst klarkommen, wo bin ich eigentlich, geht es auch mal um mich? Und das sind dann Situationen, wo es dann oft wirklich zu einer Beziehungstrennung kommt. Das heißt, durch den Versuch, dass keine Trennung entsteht, wird der Boden geschaffen dafür, dass eine Trennung irgendwann zwangsläufig ist. Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit Borderline-Patienten. Wie können die denn oder können die denn Beziehungen halten, Freundschaften? Bei dem Thema sind wir ja gerade Freundschaften. Ja, sie können auch Liebesbeziehungen halten. Das ist ja kein Beziehungsverhalten, was nicht behandelbar wäre, muss man sagen. Ich kenne auch Borderline-Patienten, deren Liebesbeziehungen länger dauern als die von manchen Therapeuten, die ich auch kenne. Aber man muss sagen, letztlich, wenn wirklich stabile Beziehungen da sein sollen, bedarf es eigentlich einer Therapie. Das ist der zentrale Punkt aus meiner Sicht in der Behandlung dieser Patienten. Die Symptome zu behandeln, finde ich in den meisten Fällen vergleichsweise einfach und auch schnell zu regeln. Die anderen, die Sie aufgezählt hatten. Ja, ja, ne, genau. Wie selbstverletzendes Verhalten, ja, und Suizidalität. Ja. Beziehungsmuster erfordern eine intensive therapeutische Arbeit, die nicht schnell gehen kann. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie so eine Waagschale. Nun hat ein Borderline-Patienten in dieser Waagschale seine bisherigen Beziehungserfahrungen und die sind traumatisch.
die wiegen schwer und die bestimmen die aktuelle Beziehungsgestaltung. Und in der Therapie kommen dann gute Beziehungserfahrungen hierher, in diese Waagschale. Und je mehr gute Beziehungserfahrungen, das sind auch private gute Beziehungserfahrungen, umso weniger relevant sind die traumatischen Erfahrungen. Die bleiben natürlich, aber sie sind irgendwann dann weniger wirksam. Und daraus wird vielleicht deutlich, dass eine solche beziehungszentrierte Arbeit einfach nicht schnell gehen kann. Das zeigt mir aber auch, dass die Person, die mit einem Borderline-Patienten oder einer Borderline-Person zusammenleben möchte, ob nun Liebe oder Freundschaft, dass die so einige Eigenschaften pflegen muss an sich, nämlich Beständigkeit, ein gutes Selbstgefühl, auch vielleicht ein starkes Ego, ohne dominant zu sein und auch immer auch bereit zu sein, immer wieder zu wiederholen, die Botschaft, so bin ich zu dir. Kann das so sein? Ja, Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Man darf sich nicht verschrecken lassen. Ja. Das sagt sich jetzt so leicht. Aber wenn jetzt jemand vor einem steht und sagt, ich schmeiß mich jetzt vor den Zug, da klar zu bleiben, das ist nicht einfach. Das ist auch für Therapeuten nicht einfach. Und je intensiver und privater eine Beziehung ist, umso schwieriger ist das ja auch. Ja. Um das nochmal zu erläutern, bei beruflichen, therapeutischen Beziehungen gibt es keine Augenhöhe. Der Therapeut, und es geht hier nicht um eine Wertung, der Therapeut hat selbst keine eigenen Aktien in der therapeutischen Beziehung. Sein persönliches, privates Glück hängt nicht von dem Patienten ab. Insofern verträgt er auch an Kränkungen, vielleicht auch an Beleidigungen, an Entwertungen, auch an Idealisierungen sehr viel mehr, als es in einer privaten Beziehung möglich ist. Eine private Beziehung auf Augenhöhe bedeutet, dass beide im Prinzip gleich viel persönliche Aktien da drin haben. Selbst ein Therapeut in einer privaten Beziehung zu einem Borderliner, ich rede jetzt auf einer privaten Ebene, ist nicht ein Patient, den ich da meine, wird viel labiler sein, als wenn derselbe Therapeut in einer beruflichen Beziehung zu einem anderen Borderliner wäre. Weil da ist eine gewisse professionelle Distanz da, die schützt, die auf der privaten Ebene eben fehlt. Ja. Und beide Arten der Beziehung haben eben unterschiedliche Qualitäten. Ja, ich würde gerne, bevor wir weiterreden über die Qualitäten verschiedener Beziehungsarten, nochmal auf die Ursachen kommen, weil Sie ja schon angesprochen haben, das sind traumatische Erlebnisse, die der Betroffene gemacht hat in frühester Kindheit, nehme ich mal an. Und wenn, dann wird das ja die Bezugsperson gewesen sein, also die Mutter. Wahrscheinlich. Welches ist da die gängige Theorie, wodurch die Borderline-Störung entsteht? Was die Ursache ist? Ja, da gibt es tatsächlich einen Wissenschaftsstreit. Früher war man mehrheitlich der Meinung, dass es keine sogenannte Traumafolgestörung ist. Heute gehen wir mehrheitlich davon aus, dass ein wesentlicher Faktor in der Entstehung von Borderline-Störungen Traumatisierungen sind. Zu nennen sind insbesondere körperliche Misshandlung und sexueller Missbrauch. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das der zentrale Punkt ist. Sondern der zentrale Punkt aus meiner Sicht ist eine familiäre Umgebung, die nicht haltend, schützend war, wo dem Patienten, dem Kind, damals nicht geglaubt wurde und. Das ist eine Basis, wo man sich ganz gut vorstellen kann, dass hier auch eher Missbrauch und Misshandlung entstehen können, als in einer Familie, wo das Kind geschützt wird, gehalten wird, seine Emotionen wahrgenommen werden und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich die emotionale Missachtung letztlich. Diese Erfahrung bringt der Patient später in die therapeutische Beziehung ja auch ein. Und das erklärt auch, warum es oft so schwierig ist, ein stabiles therapeutisches Fundament zu bekommen, weil erstmal ist er misstrauisch. Er glaubt nicht, dass man sich für ihn interessiert. Er glaubt nicht,
dass man seine Gefühle ernst nimmt und so weiter und so fort. Und mit welchen Therapien können Sie dann als Therapeut ihn behandeln? Vorausgesetzt, Sie schaffen es, Vertrauen aufzubauen zu ihm und die Distanz zu wahren? Erstmal, es gibt keine spezifische Therapie für Borderline-Patienten, wo die therapeutische Beziehung unwichtig ist. Aber es gibt Unterschiede. Also in der dialektisch-behavioralen Therapie geht es schwerpunktmäßig, nicht nur, um die Reduzierung von selbstverletzendem Verhalten und Suizidität. Um eine weitere zu nennen, mentalisierungsbasierte Therapie, da geht es darum, überhaupt erstmal Emotionen und so weiter und so fort von sich und anderen wahrzunehmen. Und in der übertragungsfokussierten Psychotherapie, abgekürzt TFP, geht es letztlich darum, dass in der therapeutischen Beziehung die pathologischen Beziehungsmuster aufleben und dann in der therapeutischen Beziehung bearbeitet werden. Also verschiedene Ansätze für die verschiedenen Arten der Symptome. Aber vielleicht vereint diese verschiedenen Ansätze ein gemeinsames Ziel. Was ist das Ziel Ihrer Behandlung? Kann das Heilung sein? Ja, Heilung ist ja ein Begriff, der eigentlich bedeutet, dass die Ursache eines Leidens beseitigt ist. Die Ursache des Leidens ist im Wesentlichen die Lebensgeschichte und die können wir nicht beseitigen. So gesehen gibt es keine Heilung. Aber die Prognose nach einer spezifischen Borderline-Therapie ist eigentlich eher gut im Vergleich zu anderen schweren psychischen Erkrankungen. Bis zu 2/3, 3/4 sind nach einer Behandlung weitgehend wiederhergestellt. Die Kriterien einer Borderline-Störung sind nicht mehr erfüllt. Vulnerabel bleiben sie häufig in einem Punkt, nämlich bei Beziehungskrisen und wenn sie verlassen werden. Das sind natürlich Situationen, die für jeden Menschen schwierig sind. Bei Borderlinern ist es dann eben in besonderem Maße so. Und schaffen Sie es dann, die Patienten, die Sie schon hatten, so vertraut mit Ihnen zu sein, dass die dann wieder zu Ihnen kommen, wenn eine Krise in Gänsefüßchen auftaucht? Ja, wir haben, mit wir meine ich auch meine Teams, zu vielen ehemaligen Patienten auch immer wieder mal Kontakte, selbst wenn die gar keine Therapie mehr machen. Und ich habe einige wenige Patienten in Einzeltherapie und 3 von denen sind tatsächlich in Beziehungskrisen Jahre nach der eigentlichen Therapie wiedergekommen und wir haben dann geguckt, was jetzt aktuell die Situation ist, wie sie damit umgehen können. Das ist natürlich auch Psychotherapie, aber letztlich erfüllen sie dann nicht mehr die klassischen Kriterien einer Borderline-Störung. Sie sind eben schwerer in einer Beziehungskrise, als es Otto Normalverbraucher wäre. Vielleicht noch so zum Abschluss meine Frage, inwieweit behält ein Borderline-Betroffener das Heft in der Hand, wenn er zu Ihnen in die Therapie kommt? Das Heft in der Hand sollte ja eigentlich der Therapeut behalten. Ja, eben. Aber Sie wollen ja Vertrauen. Ja, aber Vertrauen heißt auch, dass man klare Grenzen setzt zum Beispiel. Das sind ja Menschen, die akzeptable und angemessene Grenzen in der Kindheit und Jugend nicht erfahren haben. Genauso schlimm wie rigide Grenzen ist überhaupt keine Grenzen setzen. Ich habe eine Patientin mal gefragt, hat eigentlich irgendjemand Ihnen schon mal eine Grenze gesetzt? Und sie hat Nein gesagt. Sag ich, dann fangen wir jetzt damit mal an. Grenze heißt ja den anderen sehen, eine angemessene Grenze. Wenn man keine Grenzen setzt in Beziehungen, heißt das, dass man den anderen eigentlich nicht sieht. Und das genau ist das, was bei Borderline-Patienten ganz furchtbar ist. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten noch ganz lange darüber weiterreden. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Machen Sie es gut.